Der Berufsalltag des Käsers ist sehr kontrastreich. Zum einen gibt die Natur im Wesentlichen den Produktionsrhythmus im Betrieb vor. Zum anderen ist eine hohe Lieferbereitschaft gegenüber der Kundschaft das A und O für ein erfolgreiches Geschäft. Dass dabei die Qualität in allen Witterungsverhältnissen muss stimmen, ist schon fast ein Selbstverständnis. Kein Wunder, grenzt Gemüseanbauen nicht selten schon fast an die Zauberei. Und in diese Kunst schauen wir bis Käsers jetzt rein. Ah ja, das Käsers. Das sind die Doris, der Thomas, die Laura und der Roman. Die Verstärkung kommen sie durch den Anbauleiter Mark, einem Lehrling und gegen 30 saisonale Mitarbeiter über. Das Leben dieser ganzen Mannschaft spielt sich stark zwischen den Feldern im Freien, den Gewächshäusern und den Produktionshallen ab. Seit dem 2005 ist man hier im Ödhaus außerhalb von Birmersdorf zu Hause. Gewohnt wird gerade neben dem Produktionsbetrieb. Gemüse anbauen ist heutzutage ein Ganzjahresjob. Bei den ersten Filmaufnahmen Anfang April sind dann schon zahlreiche Kulturen erntereif. Zum Beispiel der Feldnüsslisalat, Kopfsalat, Spinat, Rucola und Landkresse. Rund ums Jahr werden hier um die 30 Gemüsesorten angebaut. Hier eine Auswahl. Der Betrieb des Käsers zeichnet sich durch Pionierarbeiten aus. Auf dem Agromarkt ist man gross geworden. Dort ist man auch heute mit den Kunden und ihren Wünschen auf Tuchfühlung. Und nicht selten ist der Gemüsebaubetrieb in der Lage, ein neues Produkt einzuführen und auf dem Markt zu platzieren. Zu diesen Gemüse gehört das Landkresse, die asiatischen Salatmischungen, der Federköhl oder als prominentes Beispiel die besonders geschmackvollen Grossmuttersalate. So sehen die Produkte am Schluss aus. Doch zuerst muss gesät oder gepflanzt werden. Das ist ein Fall für den Thomas. Also, das Schönste für mich ist Säen. Ich sehe gerne, was ich gearbeitet habe, zur Abend. Für die Saat vom Schnittsalat kommen besondere Geräte zum Einsatz. Zuerst wird mit einer Umkehrfräse das Saatbett vorbereitet. Im Inneren dieser Maschine gibt es ein Sieb und das schaut, dass die feine Erde an die Oberfläche kommt und die gröberen Knollen unterbleiben. Das ist wichtig, denn die sandkorngrossen Sämli brauchen eine gute Umgebung, um zu wachsen. Entsprechend braucht es für Säen dann auch eine Maschine, die man extra in Italien angeschaut und erworben hat. Gesät wird jede Woche, einmal, wenn das Wetter stimmt. Und noch etwas ist bei dieser Arbeit ganz wichtig. Und wenn ich die erste Reihe sehe, steht ich eine Etikette mit einer Nummer. Das ist die sogenannte Lotnummer in unserem Betrieb, die jeden Satz überkommt, wo nachher durch den ganzen Betrieb durchgeht, die Nummer. Eigentlich hier auf dem Feld beim Spritzen weiss er, jetzt bin ich im Satz Nummer 8. Schreibt er das so auf daheim. Er tut es nachher bei der Ernte aufschreiben, jetzt sind wir im Satz Nummer 8. Und sie sehen dann nachher auf dem Lieferschein Lot Nummer 8. Also es geht durch das ganze Ding durch. Das ist die Rückverfolgbarkeit bis ins Detail. Nicht nur Säen, auch Setzen ist jetzt angesagt. Jede Woche werden Jungpflanzen von der Insel Reichenau angeliefert. Dann lässt man bis Käsers fast alles stehen und liegen. Denn die Sprösslinge müssen jetzt in den Boden rein. Und das unverzüglich. Und gerade bei den Salötern ist es wichtig, dass sie einen optimalen Start haben hier in Birmersdorf und Umgebung. Im manchmal heissen Sommer ist das eine Herausforderung. Denn die Pflänzchen können leicht austrocknen und buchstäblich verdursten. Darum kann man seit kurzem den Wassertank auf dem Traktor der Setzmaschine sehen. Darin finden 1000 Liter Wasser Platz. Und von dieser Menge kommt jede Pflanze, in dem Moment, wo sie in den Boden gesetzt wird, einen rechten Gutsch über. Sowieso ist das Wässern ein zentrales Thema geworden hier auf dem Betrieb. Es gibt fast keine Parzellen mehr, wo nach dem Säen oder Setzen nicht gerade eine Bewässerungsanlage verlegt wird.
Egal, was das Wetter in den nächsten Tagen macht. Bewässern müssen wir relativ gleich. Wenn es nur 2-3 Tage am schönen Wetter ist, müssen die frisch gesäten Sachen Wasser haben. Das können keimen und weiter wachsen, dass wir immer abschneiden nachher wieder und den Leuten verkaufen. Kontinuität ist bei uns eigentlich Schlagwort in der Firma. Das Wasser haben wir hauptsächlich ab Netz. Und ein Teil tun wir von dem Dachwasser, von den Treibhäusern auffangen und auch brauchen zum Bewässern. Ja, und Wasser aufs Feld bringen ist ein richtiger Transportjob. Nicht selten sind kilometerlange Leitungen nötig, um das feuchte Nass zu den Pflanzen herzubringen. Dank leichten und auch günstigerem Schlauchmaterial und Sprinklerbäumen richtet man heute die Felder etwas ringer ein als auch schon. Übrigens ist der wohldurchdachte Leitungswagen, wer überrascht es, eine Eigenkonstruktion aus der Werkstatt von Skesers. Ja, und in dieser ist gerade, wenn es draussen wieder blüht und wächst, einiges los. Für das haben wir hier im Ödhaus einen eigenen Mechaniker im Einsatz, der verbogene Blech und gebrochene Holme wieder in die Ordnung bringt. Aber auch der Unterhalt am ganzen Traktorenpark wird hier erledigt oder eben Maschinen für den Gebrauchsalltag optimiert. Denn selbst neue Maschinen sind von Werk aus nie so gebaut, dass sie bis Skesers gerade eingesetzt werden können. Es hat in der Zwischenzeit gehörig gewarmt für uns. Die Periode des Wachstums hat Einzug gehalten auf dem Gemüsebaubetrieb. Beobachten, planen, wässern, lockern und die Pflanzengesundheit im Auge behalten ist angesagt. Das ist das Reich von Marc, wo da gerade im Lauch und im Salat am Werken ist. Also das war Cicorino Rosso, den wir dort gehackt haben. Den haben wir vor 6 Wochen gesetzt und jetzt hat er die sogenannte Kopfdüngung bekommen. Also wir haben ihm jetzt heute Stickstoff gegeben, wir haben den Boden aufgelockert, dass frische Luft wieder in den Boden reinkommt und vor allem, um den Stickstoff in den Boden einarbeiten, dass er nicht einfach im Boden draussen liegt. Wenn er eingearbeitet ist, kann er den Boden viel besser aufnehmen, respektive das Pflanzenwachstum. Pflegen bedeutet nicht nur lockeren, hacken und düngen. Auch der Pflanzenschutz ist wichtig. Da setzt man auf dem Betrieb auf Teufelwirkung. In Kulturen, wo Krankheiten oder Schädlinge nicht von oben behandelt werden können, führt man den Wirkstoff mit sogenannten Droplex, also Spritzbein, direkt an die Stängel und unter das Blattwerk rein. Das ist wirkungsvoller und braucht unter dem Strich auch weniger Chemie. Und dann geht es ins Ernten rein. Wie schon gesagt, versuchen Doris und der Thomas mit ihren Leuten neue Märkte zu erschliessen. Mit Produkten, die sich Mizuna, Tazoi oder Red Giant nennen, ist ihnen das gelungen. Vor ein paar Jahren als Pilotprojekt gestartet, haben diese Salate heute unter dem Namen Asiamix im Handel einen festen Platz und sind eine wichtige Einnahmequelle für den Betrieb. Dass dabei enorme Mengen anfallen, verwundert es nicht. Umso wichtiger ist es, dass man hier mit den Kräften der Mitarbeiter haushalterisch umgeht. Vor ein paar Jahren hätten wir das Gemüse noch so aus dem Feld herausgetragen. Und heute sieht das so aus. Durch den selbstfahrenden Anhängerzug wird das Konfektionieren und Heimbringen von Brokkoli und Kohlraben nicht nur professioneller, sondern auch effizienter. Übrigens wird der Traktor, während er im Feld ist, vom Erntewagen ausgesteuert. Bleiben wir gerade auf dem Feld draussen und schauen etwas an, wo man in einem Werbefilm selten darüber redet. Das schlechte Wetter. Dann sieht es so aus. Es ist trüb, nass und kalt. Eine Belastung, die am ganzen Körper zehren kann. Vor allem, wenn man fast den ganzen Tag im Regenwetter arbeiten tut. Dann ist es wichtig, dass für die Mitarbeiter die Rahmenbedingungen stimmen. Wer würde nach der Mittagspause schon gerne wieder in die nasse Regenbekleidung einsteigen?
Darum gibt es auf dem Betrieb von Käsers einen klimatisierten und geheizten Raum mit speziellen Trocknungseinrichtungen für Stiefel und Anzüge, wo die in der kürzester Zeit wieder einsatzfähig macht. Gerade neben der Garderobe findet man den Bürotrakt. Planen, verrechnen, offerieren, Aufträge bearbeiten, all das läuft parallel zur Gemüseproduktion. Für einen Familienbetrieb eine Herausforderung. Lieferbereitschaft ist das A und O. Die Kundschaft will bedient werden. Dann kommt das Organisationstalent von Thomas, der Doris und dem Marc zum Tragen. Da ist ein scharfer Sinn und viel Gespür für den Moment gefragt. Das gilt auch fürs Ausliefern und Bereitstellen für den Verkauf. Während dem draussen immer noch geerntet wird, fängt man in der Rösthalle an, die Ware für die Grosskunden und den Agromärkte bereit zu machen. Zum Beispiel der Lauch. Die Anforderungen vom Handel an die Gemüsegärtner sind in den letzten Jahren gestiegen. Am liebsten hat man alles Gemüse gerade küchenfertig abgepackt. Mit der Wäschanlage für die Offenprodukte wie einem Asien-Salat-Mix, einem Spinat oder einem Nüsslisalat ist man dem einen Schritt näher gekommen. Immer wichtiger dabei auch der schonende Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Neben dem, dass die Produkte gründlicher und schonender gewaschen werden als von Hand, braucht man so auch deutlich weniger Wasser. Auf alle Fälle ist man bis Käsers stolz auf die geleistete Arbeit und die daraus entstandenen Produkte. So kommt es dann auch, dass man sich problemlos mit dem eigenen Namen auf der Schutzfolie verbürgen kann. Klar ist auch, dass man sich unter dem Label Swiss Garantie und Swiss Gap für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Gemüseproduktion einsetzen tut. Und das in allen Bereichen des Betriebs. So werden die täglich anfallenden Röstabfälle in einem Container gesammelt und regelmäßig in einer regionalen Biogasanlage zu elektrischem Strom verwertet. Und apropos Familienbetrieb, auch Laura kann man außerhalb ihrer Schulzeit auf dem Betrieb beim Arbeiten antreffen. Nach dem Konfektionieren geht es ab in den Tageskühler. Das Gemüse wird hier auf eine Kerntemperatur von 3 bis 4 Grad Celsius abgekühlt und transportfähig gemacht. Wir sind im späten Nachmittag innen. Die Produkte, die in dieser Nacht in Agromärkte nach Zürich gehen, werden nach den Bestelleingängen gerüstet. Rund um die Uhr verlässt frisch Gemüse der Betrieb. Kunden aus der verarbeitenden Industrie und der Gastronomie, aber auch kleinere Gemüsehändler können die Ware direkt in Birmensdorf abholen. Am Morgen um 2 geht es dann ab nach Zürich. Der Thomas ist persönlich am Steuer. Wir fahren ins Mekka vom schweizerischen Gemüsehandel, dem Agromärt. Ausser dem Sonntag geht es jeden Tag hierher. Im Haupttrakt werden die Grosskunden bedient, indem er ihnen das Gemüse direkt auf den Platz liefert. Am eigenen Märzstand werden die Marktfahrer und die kleineren Handelsbetriebe mit Frischwaren versorgt. Neben der bestellten Ware nehmen die Käsers auch noch etwas mehr mit. Gerade wenn wie vor Auffahrt mehr Verkäufe gemacht werden können. Neben dem Kontakt mit den Händlern, den man hier pflegen kann, hat der Agromärt für das Käsers auch noch andere Funktionen. Hier können neue Kundenbeziehungen geknüpft werden. Man kann die eigene Qualität mit der der Konkurrenz vergleichen und manchmal ist diese Plattform auch Ideenlieferant und Testmarkt für Produkte, die man neu anbauen und ins Sortiment aufnehmen will. Zum Beispiel gehören die Snackgurken in diese Kategorie. Weil sie im Vergleich zu den normalen Gurken geschmackvoller sind, ist ihnen schon ein gutes Echo widerfahren. Der Markt zeigt aber auch noch etwas anderes. Eigenständigkeit und Selbstbestimmung ist für das Käsers wichtig. Wir wollen nicht von einem grossen Lieferant abhängig sein, sondern die eigenen Produkte immer wieder neu in der Vielfalt der unterschiedlichen Kunden bestätigt sehen. Neben dem ist die Nachhaltigkeit ganz ins Zentrum der Qualitätsstrategie gerückt. Haushalterisch mit Produktionselementen wie Wasser, Energie und Hilfsstoff umgehen und daraus optimale Ergebnisse zu erzielen, ist schon fast oberstes Gebot.
Mit einbezogen sind hier auch die Kräfte der Mitarbeiter. Aus der Tradition heraus mit viel Sorgfalt bewährtes Optimieren, den Anforderungen des Handels entsprechen, neue Märkte erschliessen und Liebe und Aufmerksamkeit für das Detail im Auge behalten. So könnte man die Geschäftsphilosophie des Gemüsebaubetriebs beschreiben. Und das alles resultiert in einem zwar nie ausgesprochenen, aber doch spürbaren Berufsstolz, der sich in jedem einzelnen Produkt von Käsers widerspiegelt tut.